Following talk is titled "It's not safe on the streets, especially for your 3 years." Herzlich willkommen im Translation Stream, im Übersetzungsstream für Deutsch. Dies ist der Vortrag "Es ist nicht sicher auf den Straßen, vor allem nicht für deinen 3DS." Hier übersetzen in der Übersetzerkabine Alpin und Pete Priority. Hallo, herzlich willkommen. Hier werde ich dieses Mal über 3DS-Hacking reden. Wir werden sehen, wie ich das Protokoll angegriffen habe und Kontrolle über das System bekommen habe. Bevor wir jetzt das genau sagen, werde ich jetzt mal kurz zusammenfassen, wie 3DS-Hacking in 2019 so aussieht. Es gibt viele Exploits im Userland. Es gibt ein paar Kernel-Schwachstellen, die gepatcht worden sind. Und es gibt auch viele Dokumentationen. In den letzten Jahren haben die Leute daran gearbeitet und den Key-Scrambler kaputt gemacht. Sie haben es geschafft, die Boot-Roms zu dumpen, auszulesen. Das heißt, jetzt können wir alle geheimen IS-Schlüssel des Systems ermitteln. Und wir haben auch einen permanenten und nicht patchbaren Boot-Exploit gebaut. Und jetzt ist die Frage, kann man diese Sachen nutzen, um Sachen zu attackieren, die bisher dadurch beschützt waren? Als erstes reden wir über StreetPass. Dann reden wir erstmal ein bisschen über das Feature selber und dann sehen wir mal uns an, was möglich ist damit. Was ist StreetPass? Das ist ein lokaler Drahtlos-Kommunikations-Feature und damit, das kann automatisch kommunizieren mit dem System von anderen Leuten. Die Idee dieses Features war, dass man Daten teilen kann zwischen Anwendungen auf dem System und so weiter. Das ist ein ziemlich interessantes Feature. Das ist die Ansicht des Hackers. Wir würden gerne eins dieser Systeme mit einem Computer ersetzen und es wäre schön, wenn wir kaputte Nachrichten senden könnten und schauen, ob wir irgendwie Remote Code Execution auf dem System kriegen können. Aber um das zu machen, müssen wir erstmal herausfinden, wie das StreetPass-Feature funktioniert. Es ist relativ einfach, es funktioniert so wie eine Briefkasten. Es gibt da ein Modul, was das alles behandelt im System. All die Anwendungen haben einen Eingang im Dateisystem und dort können sie Dateien bekommen aus diesen Boxen, aus diesem Eingang. Dann kann man, genau, und diese aus diesen Boxen macht das Modul dann Nachrichten, die weiter verschickt werden. Und jetzt ist die Frage, was können wir hier angreifen? Also was könnte man hier machen? Naja, man könnte zum Beispiel die Anwendung selber attackieren. Und aber es wäre natürlich noch viel schöner, wenn man den StreetPass selber attackieren könnte. Und dann könnte man
Dafür müssen wir uns anschauen, wie das StreetPass-Protokoll funktioniert. Aber das weiß natürlich niemand so richtig. Es gibt ein bisschen Dokumentation dazu, wie die Geräte gepaart werden. Also System A möchte gerne mit mir kommunizieren, aber das hat man nie geschafft zu reproduzieren. Es benutzt irgendein unbekanntes Verschlüsselungsprotokoll mit dem IS-Key-Schlüssel aus Slot 0x2i. Also schauen wir uns erstmal das Pairing an und versuchen es wieder neu abzubilden. Es ist relativ einfach. Wir haben hier beide Clients und der eine übernimmt die Rolle des Masters, der andere des Clients. Jeder randomisiert eine Client-ID und eine MAC-Adresse. Dann sendet der Client ein paar Anfragen. Inklusive eine Liste von Applikationen, die StreetPass benutzen wollen. Dann sieht irgendwann der Master so einen Request, dann schaut sich der Master an, ob es irgendeine Applikation gibt, die matcht auf Client und Master, und dann sendet er eine Antwort, und wenn sich dann beide einig sind, dass sie miteinander kommunizieren wollen, dann tun sie das. Dann schauen wir uns das Pairing mal an. Das Pairing ist nicht super komisch. Ich habe versucht, das ein bisschen nachzubauen mit ziemlich hart. Man muss nämlich mit komischen Frames umgehen. Dann müssen wir hier ein paar Callbacks registrieren, um zu schauen, wie um sinnvoll antworten zu können. Und dann, ja, der 3DS sendet verschlüsselte Daten. Und das passiert in zwei Durchgängen. Im ersten benutzen sie einen HMAC SA1 Algorithmus über die MAC-Adressen und die Konsolen-ID. Und dieser Durchgang ist als Input-Counter für einen ISCTR-128, das den AES-Key-Slot benutzt. Und das können wir bekommen. Und der Ausgang dieser Verschlüsselung ist dann der Session Key für die Kommunikation. Mit NL80211 kann man diese CCMP-Schlüssel registrieren. Das ist also nicht schwierig, dann zu senden und empfangen, diese Schlüsselpakete zu empfangen über RAW Sockets. Jetzt können wir das Protokoll auseinandernehmen. Schauen wir uns einmal die Struktur der Pakete an, bevor wir überhaupt etwas Reverse Engineering betreiben. Ich habe jetzt ein paar Pakete hier dargestellt, die ich empfangen konnte. Als erstes kommt ein Header und dann kommen die Daten. Man sieht hier ein paar Magic Bits, die immer drin sind. Das ist relativ einfach, denn CCD benutzt erkennbare Magic Values. Das ist einfach immer dasselbe Byte wiederholt. Und sobald man die Struktur der Pakete weiß, dann sieht man, dass es tatsächlich zwei Protokolle sind. Das erste ist der StreetPass Transmission Control Protocol. Das ist sehr ähnlich zu TCP, aber nur für lokale Kommunikation. Es ist sehr, sehr stabil und macht auch Datensegmentation. Das zweite ist das Street Rate Message Transfer Protocol. Das sendet die Pakete über das erste Protokoll und macht auch das Austauschen dieser Nachrichten möglich über StreetPass. Man muss jetzt die beiden anschauen. Wir fangen jetzt mal mit dem ersten an, SPTCP.
Es gibt nicht viel darüber zu sagen. Es gibt. Man hat. Man muss dann den Header verstehen und analysieren. Das, die ersten zwei Bytes sind die Magics, dann kommen ein paar Konstanten. Das ist tatsächlich einfach nur Dead Beef. Dann kommen die Flags. Man muss verstehen, was die Flags sind. Dann würde man eben verstehen, was die Bedeutung der Pakete sind, die man sendet und empfängt. Und damit kann man das Protokoll verstehen. Und in diesem Fall ist es, das sind dieselben Flags wie in TCP. Das heißt, es war sehr einfach zu verstehen, wie dieses Protokoll funktioniert. Was ist mit SPTCP Sicherheit? Das scheint ganz okay zu sein. Ich habe keine kritischen Bugs gefunden. Aber die Angriffsfläche ist auch nicht so groß. Das heißt, SPMTP ist eine viel interessanter. Schauen wir uns nun also die Struktur des Nachrichtenprotokolls an. Da gibt es tatsächlich zwei verschiedene Pakettypen. Das erste ist ein Infopaket. Das ist im Prinzip einfach nur der Handshake. Und das ist einfach nur da, um Informationen zwischen den beiden Peers auszutauschen. Und dann kommen die Messagebox-Pakete, die Nachrichtenpakete, die enthalten tatsächlich die Daten über die StreetPass-Programme. Und das gibt auch die CICD-Message-File-Magic-Value. Und das heißt, hier fangen dann die tatsächlichen Anwendungsdaten an. Und sobald man das herausgefunden hat, dann kann man das Protokoll reproduzieren. Schauen wir uns erstmal die Infopakete an. Hier wird eine Menge an Daten übertragen, viel Daten mit fester Größe, also nichts Spezielles, der Freundcode, die MAC-Adresse, Datum und Zeit. Es gibt auch Daten mit variable Größe. Also wie viele Anwendungen es gibt, was für Anwendungen es gibt, die Metadaten der Messagebox und noch viel mehr. Und man kann sich überlegen, ob man hier vielleicht einen Buffer Overflow finden könnte, um Remote Code Execution zu bekommen. Jetzt schauen wir uns mal die Box-Metadaten Parsing an. Diese Funktion parse die Metadaten. Das ist einfach nur ein For Loop. Und sie kopieren hier eine Liste von Einträgen auf den Stack. Und sie überprüfen nicht die Nummer der Einträge in der Liste. Das ist definitiv ein Buffer Overflow, aber kann man den auch ausnutzen. Schauen wir uns mal ein Diagramm dazu an. Das ist ein Kopiervorgang. Man hat einen Paketbuffer. Und memcopy wird jetzt auf jeden Eintrag angewandt. Und alles ist okay. Aber wenn man jetzt mehr Einträge hätte, dann könnten die Einträge auf dem Stack ein paar Sachen überschreiben. Aber es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem, weil der Paketbuffer nicht groß genug ist, um erstens die Return-Adresse zu lesen auf dem Stack. Das heißt, wir kopieren halt unkontrolliert Daten. Und das ist ja einfach zu schade. Wir können damit nichts machen. Aber schauen wir uns mal. Aber ja, tatsächlich, wenn wir diesen Buffer neben dem Padding-Buffer wird auf eine Liste geschrieben, die vorher empfangen wurde. Das heißt, wir können die Return-Adresse überschreiben. Wie nutzen wir das jetzt aus? Auf der 3DS gibt es das NX-Bit, aber es gibt keine Stack-Cookies, aber auch keinen ASLR. Das heißt, es ist sehr direkt, wie man das jetzt macht. Man kann einfach eine ROP-Kette
in die Liste legen und einfach eine andere in einem Paket senden und dann den Stack auf diese zweite Kette umleiten. Und damit hätten wir Remote Code Execution in CECD. Das war ziemlich einfach. Gehen wir weiter zu Messagebox-Paketen. Messagebox-Pakete sind Pakete, die eine Liste von StreetPass-Nachrichten schickt. Es gibt hier die werden tatsächlich in temporären Dateien gespeichert und die werden dann geparst, sobald die Kommunikation vorbei ist. Also sie werden geparst, jetzt schauen wir uns den Parser einmal an. Das ist die Funktion, die jetzt diese temporäre Datei lädt, in einen Stack liest, in eine Struktur. Und hier überprüfen Sie auch wieder nicht die Anzahl der Nachrichten in der Box. Das ist also ein anderer Buffer Overflow. Das heißt, wir überfüllen quasi den Array der Message der Anzahlen. Schauen wir uns auch hier noch ein Diagramm an. Auf der rechten Seite gibt es die temporäre Datei. Und auf der linken Seite ist der Stack. Und wir sehen hier, dass es die Strukturen auf dem Stack gibt. Wir sehen, hier sind die Message Pointers mit den Pointers, die auf den temporären Dateienbuffer zeigen. Und wir haben Message Größen. Und wenn man jetzt eine neue Message hinzugt, dann kriegt man Overflow auf beiden Arrays. Und man überschreibt eben gewisse Daten auf dem Stack. Wir sind ein bisschen beunruhigt, weil wir auch wieder teilweise unkontrolliert Daten auf den Stack schreiben. Man kann die Message Pointer nicht wirklich kontrollieren. Und man kann auch die Message Größe nicht wirklich kontrollieren. Man müsste hier Gigabyte an Nachrichten schicken und das können wir nicht machen. Aber was können wir tun? Was wir sehen können hier ist, dass man die Größe der letzten Datei auf eine beliebige Größe setzen kann. Sie schauen in der Queue, ob die letzte Nachricht, die gepasst wird, ob tatsächlich in dem Buffer drin ist. Und dann gehen sie raus, ohne überhaupt einen Return zu machen. Was man also machen kann, ist, die letzte Nachricht auf eine beliebige Wert zu setzen. Und dann würde der Pointer aus dem Buffer rausgehen und wir könnten eine 32-Bit-Value auf den Stack schreiben. Aber wir müssen wissen, was wir schreiben können, was wir schreiben sollen. Leider kann man nicht direkt die Adresse überschreiben, weil wir hauptsächlich unkontrolliert Daten schreiben. Und um an die Return-Adresse zu kommen, müssten wir den kompletten Stack-Frame mit unkontrollierten Daten überschreiben. Oder zumindest teilweise mit unkontrollierten Daten überschreiben. Das Einzige, was ich hier machen konnte, überschreiben konnte, ohne das System abstürzen zu lassen, ist diese spezielle Variable. Das ist ein Pointer auf eine Critical Section und das ist benutzt, um Synchronisationen zu machen. Und wir können sehen, dass es benutzt wird, nachdem die Datei gepasst wird. Vielleicht können wir damit etwas machen. Das ist der Leave Critical Section Call. Man sieht hier, dass der Pointer benutzt wird, um so einen Counter zu dekrementieren. Das ist sozusagen die Anzahl der Threads, die diese Critical Section benutzen. Wir können diesen Pointer überschreiben. Indem wir ihn überschreiben, können wir eine beliebige Wert im Speicher überschreiben. Aber dazu müssen wir erst einen Bereich finden, den wir da sinnvoll überschreiben können, um Remote Queued Execution zu erreichen. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut.
Und ich habe gesehen, dass es, ich habe das Interessantes gesehen in der Funktion, die die Struktur initialisiert, diese zu, für diese temporären Dateien. Und das ist die Funktion zur Strukturinitialisierung. Man kann hier sehen, diese Variable. Sie haben also so eine Art von Allocation-Modus implementiert. Und wenn das der Pointer-Mode ist, dann wird er den Pointer nicht befreien, nicht freeen, den Speicher nicht freigeben. Aber wenn es nicht im Pointer-Mode ist, dann werden sie alle freeen, also dass sie den Speicher freigeben. Aber wir können das dekrementieren, indem wir, also diesen Modus können wir dekrementieren mit der vorigen Funktion. Also wir können uns ein paar Pointer befreien und die Daten, die in Message Pointers drin stehen, schreiben. Und wir können und damit benutzen, um ein paar Chunks zu befreien. Aber wir haben noch ein Problem, weil wir das jetzt jedes Mal machen, wenn die TMP-Box gepasst wird. Was wir hier tun könnten, ist, die Funktion früh return zu lassen. Aber dann kriegen wir leider einen Fehler-Return-Code zurück. Aber das ist tatsächlich kein Problem, weil der Return-Code nicht überprüft wird. Also, was können wir bisher tun? Wir können eine erste Temporary Box senden. Damit überschreiben wir den Log und verringern den Allokationsmodus. Dann kriegen wir senden wir eine zweite Box mit einem falschen Header. Dann wird der Parser früh return und der Message Pointer wird nicht geupdatet. Und dann werden alle Pointer im Array gefreed, freigegeben. Aber die Pointer sind dort nicht neu geschrieben worden. Die pointen immer noch in den ersten Chunk von dem ersten Buffer. Das heißt, wir können, weil das neu adduziert wird für einen zweiten Buffer, das heißt, wir können das benutzen, um einen eigenen Buffer zu freeen. Damit können wir jetzt ein paar falsche Heap-Chunks bauen. Was können wir damit machen? Na, der 3DS-Heap ist ziemlich unsicher. Das heißt, wir können damit einen beliebigen Schreibvorgang machen für jeden Chunk, den wir freigeben. Wir können den ersten Pointer umschreiben. Dann können wir zum Beispiel einen Pointer auf den Stack hinpacken, sodass das nächste Malloc einen Pointer zum Stack return wird. Das wird dann benutzt, um die dritte temporäre Datei zu speichern. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, das heißt hier nochmal eine Illustration diesbezüglich. Hier ist erstmal unsere erste temporäre Datei im Speicher rechts. Das wird gepasst. Dann wird es auf den Stack geschrieben. Dann wird der Logpointer umgebogen auf den Allokationsmodus. Dann wird Leave Critical Section aufgerufen. Dann wird der temporäre Buffer gefreed, freigegeben. Und der Allokationsmodus wird dekrementiert. Dann kommt die zweite Datei in den Speicher.
Dann wird die Buffer des ersten reduziert und die Pointer zeigen jetzt zu unseren Fake Chunks. Dann wird unsere zweite Datei geladen und geparst und dann werden all die Nachrichten gefreed. Und dann wird die dritte temporäre Datei gelesen auf dem Stack und dann können wir damit eine Robchain bauen. Das ist jetzt die zweite Remote Code Execution da drin, das war ein bisschen schwieriger. Was ist als nächstes? Und noch einer. Wieder? Es gibt noch eine Verwundbarkeit im Nachrichtenparser. Es ist tatsächlich eine SDK-Funktion. Das heißt, jede Anwendung, die StreetPass benutzt, ist verwundbar. Aber diesmal werde ich nicht über alles reden. Das ist jetzt für euch übrig geblieben, um das zu exploiten. Das ist noch eine dritte Remote Code Execution in CICD. Und das funktioniert in jeder Anwendung, die StreetPass verwendet. Das gibt uns auch einen dauerhaften CICD-Backdoor. Weil CICD das beim Starten immer passt und das heißt, man kriegt Remote Code Execution, sobald das System bootet. Jetzt haben wir Remote Code Execution in CICD. Was können wir jetzt damit tun? CICD hat leider nicht viele Privilegien. Es ist ziemlich gut gesandboxed. Wir können nicht auf das Internet zugreifen oder auf die SD-Karte. Wenn wir mehr Privilegien haben wollen, mehr Rechte haben wollen, dann müssen wir noch irgendwas anderes übernehmen. Und die beste Wahl dafür wäre den ARM11-Kernel zu übernehmen. Damit hätte man die totale Kontrolle über diesen Prozessor. Wenn man wirklich komplette Kontrolle über das System haben möchte, müsste man auch den ARM9-Prozessor übernehmen. Das ist der Sicherheitsprozessor, wo all die Verschlüsselung drin passiert. Und wir werden später sehen, wie man das macht. So, machen wir als erstes den ARM11-Kernel. Reden wir erstmal über IPC, Interprozesskommunikation. Dort gibt es statische Buffer. Wie macht man IPC? Wir senden ein paar Daten von einem Prozess zum anderen. Auf dem 3DS kann man das auf verschiedene Arten und Weisen tun. Die erste davon ist, wenn man einen großen Buffer senden möchte, dann mappt man einfach ein paar Teile seines Speichers in den Speicher des Empfängers. Wenn man kleine Buffer bloß senden möchte, dann kann man auch ein paar statische Buffer registrieren als Empfänger und der Kernel wird dann die Kopien anlegen. Und manchmal gibt es Buffer, die man zum ARM9 senden möchte. Da macht der ARM11-Kernel ein paar Paare von physischer Adresse und Größe in den ARM9 Prozessor rüberzubringen. Das ist ohne MMU der ARM9-Prozessor, deswegen physische Adressen.
Und die Kopie wird dann von dem ARM9-Prozessor gemacht. Lass uns mal ein bisschen über die Verwundbarkeit reden. Diese Verwundbarkeit wurde von Tux SH gefunden, also nicht von mir. Und jetzt ist die Frage, wie behandelt der Kernel die PXI-Buffer? Als erstes schauen sie sich das Alignment des Zielbuffers an. Dann die Größe und die Rechte. Und dann am Schluss kopiert es die den Speicher. Aber was hier passiert ist, hier fehlen die Permission-Checks, die Rechte-Checks für den Zielbuffer. Das heißt, das Ziel kann eine beliebige physikalische Adresse sein. Das heißt, wir können einfach die MMU-Tabelle überschreiben und den Kernel read-write-executable machen. An diesem Punkt haben wir dann den ARM11-Kernel übernommen. Aber wir würden gerne noch mehr Rechte haben. Weil, warum nicht? Wir würden gerne das komplette System kontrollieren. Also, lasst uns auf den Weg machen für das ganze System. Und auch genannt, warum das CCD zu übernehmen die beste Idee schon immer war. Jetzt reden wir mal über SafeHax. Das ist eine Race Condition in der Firmware, wie sie die Header passt. Da kann man den ARM9 übernehmen, wenn man den ARM11-Kernel kontrolliert. Das wurde in 9.5.0 gefixt für die native Firmware. Aber in der Safe-Mode-Firmware ist es nicht gefixt, in die man bootet, wenn was schiefgegangen ist. Das wurde erst in 11.3 und 11.4 behoben. Es funktioniert nicht mehr, aber es wurde bloß umgangen, nicht tatsächlich gepatcht. Also schauen wir uns das mal genauer an. Wie sah diese Umgehen dieser Verwundbarkeit aus? Wir haben einen Flag hinzugefügt auf ARM9. Wenn es auf 1 gesetzt ist, dann panikt der Kernel, wenn der Safe Mode gestartet wird. Dieses Flag wird auf 1 gesetzt, wenn Anwendungen gestartet werden. So wurde es nämlich üblicherweise ausgenommen, wenn man über den Anwendungsstart Rechte bekommt, dann Safe Mode startet. Aber für manche Anwendungen gilt das nicht, nämlich für das Home-Menü und auch für ein paar Systemmodule. Und CCD ist ein Systemmodul. Das heißt, wir kriegen Remote Code Execution ohne eine Anwendung zu starten. Das heißt, die Flagge wird, das Boolean Flag wird nicht auf 1 gesetzt. Das heißt, wir können selbst SafeHax anwenden vom ARM11-Kernel. Am Ende kriegen wir also einen kompletten Remote Code Execution ohne User Interaktion. Das passiert alles im Hintergrund auf jeder Firmware-Version.
zu der Zeit, wo das entwickelt worden ist. Nintendo hat es gepatcht mit 11.12. Ich denke, es ist jetzt Zeit für eine kleine Demo. Ich mache das jetzt hier nicht live, weil ich den Exploit nicht in die Luft schicken möchte. Also habe ich hier ein kleines Video. Hier ist der Exploit auf meinem Laptop. Die LED leuchtet, um zu zeigen, dass der Exploit läuft. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel den Bootrom Exploit Installer gelauncht. Ja, vielen Dank. Jetzt ein paar Sachen, die wir daraus mitnehmen können. Ja, man sollte immer die Return Values von Aufrufen überprüfen. Das hätte vermieden werden können. Oder wäre zumindest sehr schwer geworden. Ohne diesen Fehler. Und man sollte sich nicht hinter Krypto verstecken, denn eines Tages wird die Verschlüsselung eben gebrochen werden. Und das kommt vielleicht eher früher, als man denkt. Und für diesen Fall gab es halt ein paar dumme Fehler. Und es ist einfach nur Buffer Overflows. Und eben schwer zu erreichende Features zu erreichen ist schwierig, aber es kann zu sehr vielen, sehr interessanten Ergebnissen führen. Aber am Ende kriegt man halt sehr, sehr viele interessante Ergebnisse. Dann würde ich sagen, bitte fixt eure Flows und macht macht richtige Patches und nicht einfach so eine Mitigation wie für SafeX. Es gibt noch viel mehr zu tun auf dem 3DS. Es ist ein sehr interessantes System, drauf zu arbeiten. Es gibt sehr viel zu machen auf dem Open Source Wiki. Das heißt, macht da gerne mit. Am Schluss möchte ich noch ein paar Leuten danken, zum TuxSH für Lazy Pixie. Und er hat mir auch geholfen, diese ganze Kette des Exploits hinzubekommen. Und auch Hedgeberg für seine Unterstützung mit vielen Sachen. So, wenn ihr jetzt ein paar Fragen habt, dann bitte. Thank you very much. Wir haben noch relativ viel Zeit, also fragt bitte, stellt euch bitte ans Mikrofon und ja, los. I thought I was going to ask a question. No questions? Keine Fragen? Oh, the internet has some. Ah, das Internet hat ein paar Fragen. Yes, we have two questions. Wir haben zwei Fragen. Die erste: Was für Werkzeuge und Umgebungen benutzt du für deine Forschung? Zum Beispiel, wie kommst du an den ganzen Quellcode ran? Alles auf dem 3DS ist Clusters. Das heißt, man muss alles reverse-engineeren. Ich habe IDA und Gitter benutzt, um die Binaries zu reversen von CCD. Und das ist eigentlich alles. Die zweite Frage. Gibt es irgendeine Prozedur für die Switch, das jetzt kompatibel mit dem ist, was du hier für die 3DS getan hast? Well,
Könnten Sie die Frage wiederholen? Ja. Also alles, was der ganze Code, den du getan angeschaut hast, ist es ähnlich auf der Switch? Ich glaube, sowas Ähnliches gibt es auf der Switch nicht. Jedenfalls gibt es da nicht sowas wie Street Pass. Ich weiß nicht, wie die Switch funktioniert. Ich habe bisher bloß Dinge auf dem 3DS gemacht, auf dem 3DS gemacht. Erste Frage aus dem Raum. Vielen Dank für den Vortrag. Hast du wirklich alle drei Exploits gebraucht? Und welches hast du am Ende für die volle Kette benutzt? Hast du wirklich alle drei Exploits benutzt oder hast du am Ende nur einen benutzt? Und welche hast du am Ende benutzt? Nee, man hat nicht alle drei Exploits gebraucht. Jedenfalls nicht für CCD. Man hat bloß einen gebraucht, um die Remote Code Execution zu bekommen. Aber ich habe es spaßig gefunden, einfach noch mehr Exploits zu zeigen. Nächste Frage. Werden diese Nachrichten auch an die Anwendung weitergegeben, selbst wenn die nicht laufen? Also ein bisschen lauter sprechen. Also parsen die Anwendungen selbst die Messages, wenn sie nicht laufen? Also selbst wenn diese Anwendung läuft und aber nur nicht läuft, aber nur installiert ist? Also wenn du eine Anwendung mit dem alten SDK hast, wird das dann auch die korrupten Messages parsen? Das war eine Reformulierung der Frage. Du hast erwähnt, die dritte Methode erwähnt, dass die SDK kaputt ist. Wenn man es eine Anwendung hat, mit diesem alten SDK gebaut hat, wird es dann automatisch die Nachricht parsen, selbst wenn es nicht läuft. Also selbst wenn man das die Betriebssystem gepatcht ist, aber die Anwendung nicht, kann man dann diesen Exploit noch benutzen. Alle Anwendungen, die alte SDK benutzen, sollten geupdatet werden, die neue SDK zu benutzen. Der Exploit ist trivial, wenn die Anwendung die Nachrichten passt. CCD wurde gepatcht. Das heißt, es gibt keine Remote Code Execution in CCD mehr, kein Backdoor mehr. Aber man kann wahrscheinlich Anwendungen und Spiele exploiten, die alte SDK benutzen. Könntest du nochmal zu dem Slide zurückgehen, wo die Verschlüsselung vorgestellt wird, über der Pakete? Genau das hier. Meine Frage ist jetzt, das Einzige hier, das, was man ändert, ist dann Kalender und die Daten und Key immer konstant ist und das CTR ist, dann machst du einfach nur ein XOR von einem bekannten Block mit deinem HMAC Output. Warum brauchst du überhaupt einen Key hier? Der Zähler ändert sich jedes Mal, wenn man eine Streetpass-Kommunikation startet. Die Client-IDs werden randomisiert und die MAC-Adressen werden auch randomisiert, bevor man eine neue Kommunikation startet. Warum braucht man diese Seite, wenn man eine HMAC-Key hat, das wäre genug, wenn man dann einfach nur den Ausgang davon mit dem endgültigen Output zu XORen
dann bräuchte man diesen CTR-Part überhaupt nicht. Dann hat man den rohen Output von dem ersten Block mit dem Keyslot 2E, was immer konstant sein wird. Das heißt, man kann einfach ein XOR drauf machen, um das endgültige Ergebnis zu bekommen. Ich bin jetzt nicht so, mir sind jetzt all die kryptografischen Primitive nicht so super bekannt. Ich kann jetzt dazu nichts sagen. Ich habe jetzt das hier bloß hingetan, um damit Leute es nachbauen können. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Thank you so much. Dann nein, vielen Dank. Damit verabschieden.